Im Rahmen der aktiven Arbeit im lokalen Netzwerk Frühe Hilfen gibt es seit kurzem in Naumburg eine fachspezifische Netzwerkbibliothek. Das Angebot richtet sich unter anderem an interessierte Eltern. Die Bibliothek wurde in der vergangenen Woche unter Anwesenheit von Heike Stein und Ursula Kühn vom Jugendamt des Burgenlandkreises sowie Hartmut Dorsch, dem Geschäftsführer der Lebenshilfe Naumburg e.V., offiziell ihre Bestimmung übergeben. Und das Ganze in einer Kindertageseinrichtung. Ja, die Kindertageseinrichtung wurde deshalb ausgewählt, weil es geht bei diesem Projekt, wo wir die Mittel zur Verfügung gestellt haben für die Bücher, um unsere Kinder, um das Wohl von Kindern, um den Schutz von Kindern, um das frühzeitige Erkennen von Gefahren und deshalb auch, weil eben so eine Zusammenarbeit mit Erzieherin, mit Leiterin von Kindertageseinrichtung noch weiter ausgebaut werden soll, deshalb wurde eine Kindertageseinrichtung dafür ausgesucht. Was umfasst jetzt die Bibliothek? Die Bibliothek sind nicht nur Fachbücher, sondern auch DVDs, CDs. Also ich denke, die ganze Bandbreite, was von den Erziehern dann auch optimal genutzt werden kann. Es ist leider so, dass die Entwicklung, die gesellschaftliche Entwicklung vom Burgenlandkreis nicht Halt macht und wir auch Fälle haben, von Kindesvernachlässigungen bzw. Problembehaftete Fälle, wo die Erzieher dann hier die Möglichkeit haben, sich Fachliteratur auszuleihen und halt entsprechend nachzulesen. Für Hartmut Dorsch gab es da kein langes Überlegen, dieses Angebot anzunehmen. Sie haben jetzt die Bibliothek oder das Vorhaben, das Projekt mit offenen Armen entgegengenommen? Ja, ich denke schon, weil wo wir das erste Mal den Kontakt mit dem Jugendamt hatten und die Idee rübergebracht wurde, haben wir uns eigentlich ganz spontan dazu bereit erklärt, die Räumlichkeiten hier in unserer Einrichtung vorzuhalten, kostenlos anzubieten, weil der unmittelbare Effekt ist ja, dass die Mitarbeiter davon profitieren, nicht nur unsere, sondern auch die von den anderen Einrichtungen. Ich denke, wir liegen relativ zentral hier in Naumburg, dass kurze Wege auch von den anderen Einrichtungen genutzt werden können. Wir müssen sehen, wie wir das mit den Einrichtungen machen, die jetzt im Burgenlandkreis drumherum sind, also die jetzt in Weißenfels sind oder Eckartsberger, da ist es einfach ein bisschen länger weiter, aber da finden wir auch Mittel und Wege und Möglichkeiten, dass wir dann hier die Inhalte der Bibliothek auch dorthin tragen können. Nun ist das Angebot dieser Bibliothek nicht nur oder insbesondere für Erzieher gedacht, sondern man möchte auch die Eltern damit erreichen. Ja, auf alle Fälle. Es ist auch ein großes Anliegen, Eltern zu erreichen, mehr aufzuschließen, mehr mit ihnen gemeinsam in Kontakt zu treten oder dass Eltern untereinander und voneinander lernen. Und die können sich also auch ganz gezielt Bücher hier ausleihen. Wir wollen es erstmal so machen, dass die hier im Nebenraum Platz nehmen können, gemeinsam ins Gespräch kommen, wo also auch die Kindertageseinrichtung hier Elternraum zur Verfügung gestellt hat, wo die sich also auch treffen können, mal in die Bücher schauen können und sagen, ich begeistere mich auch mit meinem Kind wieder zu lesen und mich da zu bilden, dass man also auch da so ein bisschen motiviert, dass ein Buch was Wichtiges ist, dass es uns begleitet und dass Kinder eben auch gerne lesen, anschauen und mit Eltern im Kontakt sind, um zu lernen. Das ist ja leider so in den Familien, dass nicht mehr wie früher vorgelesen wird, eine Gute-Nacht-Geschichte oder wie auch immer, geschweige denn, dass die Kinder an Bücher herangeführt werden. Das ist leider eine Entwicklung, die vielleicht hier ein klein wenig entgegengewirkt werden kann. Das ganze Projekt ist natürlich nicht zum Nulltarif zu haben. Das hat viel Geld gekostet. Wer kann mir da ein bisschen Auskunft drüber geben? Ja, es gibt dieses Projekt Bundesinitiative Frühe Hilfen und Familienhebammen und das wird also über den Bund finanziert. Es gibt eine Vereinbarung der Bundesländer, dass man für alle Kinder mehr tun soll und rechtzeitiger, also so frühe Hilfen, mehr in Kontakt treten. Und da werden also Mittel zur Verfügung gestellt pro Jahr, die sich aufstaffeln an den Kinderzahlen in einem Bundesland. Und wo also das Land Sachsen-Anhalt, das Ministerium auch prüft, ob Förderwürdigkeit und so. Und da wurde unsere Bibliothek als förderwürdig erachtet. Und da konnte also ein Teil des Geldes
hier in dieser Bibliothek stecken 5.000 Euro, dafür verwendet werden. Nun haben Projekte ja immer so eine Laufzeit. Wie sieht es hier aus? Nun ja, das ist, denke ich, ein Grundstein, der angeschafft worden ist, der sicherlich nicht im nächsten Jahr überholt ist, sodass das schon, denke ich, langlebiger ist. Und ansonsten, wie ich vorhin sagte, wenn Bedarf besteht, beziehungsweise die Entwicklung geht weiter und wenn neue Fachbücher anzuschaffen sind, dann müssen wir schauen, wie wir das handeln. Auf alle Fälle sind wir bestrebt, das dann auf dem aktuellen Stand zu halten. Wann kann man jetzt eigentlich das nutzen? Gibt es jetzt Öffnungszeiten? Gibt es irgendwie Sprechzeiten? Also bisher war einmal im Monat geöffnet und die Frau Pospischny, die das hier ehrenamtlich leitet, hat festgestellt, es ist zu wenig, der Bedarf ist größer und sie hat jetzt also ihre Dienste angeboten und sich bereit erklärt, das wöchentlich durchzuführen, sodass wöchentlich dienstags 10 bis 17 Uhr diese Bibliothek geöffnet hat und wir uns einfach freuen, wenn das auch genutzt wird von den Fachkräften und so weiter.